So, Wolf. Tag. Das ist der News-Podcast. Ich bin ganz aufgeregt. Ich auch, mit Nachrichten. Sollen wir hier vielleicht gleich virtuell, digital, nachträglich noch so einen News-Jingle reinbauen? Ach so, quasi in der Post-Production bei uns. Oder wir können auch so tun, als hätten wir einen News-Jingle und machen ihn einfach selbst. Ey, das nehmen wir als File, extrahieren das und das ist jetzt wirklich der offizielle Jingle. Was meinst du gerade? Ja, first take, one take, let's go. War das so gut oder was? Ja, klar, das ist, ey, du brauchst mehr so diese Freestyle-Attitüde, weißt du? Okay, dann lassen wir den jetzt abspielen. Und zwar in 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu dem News-Podcast Appklusiv. Ja. Auf dem iPhone. Mit mir Wolf. Und mit mir Budi. Hallo Wolf. Ach so, ich dachte mit mir Wolf, ich dachte, was du getan hast, wärst du ich. Nee. Verstehst du? Es ist ein gern genommener Gag bei Podcasts. Man kann dich doch gar nicht nachmachen, Wolf. Ach, so schwer ist es nicht. Doch. Komm, was hast du? Ein bisschen stumpfe Gewaltgeilheit und. Hä? Ich hab leider nicht so viel. Wir haben ja gerade das ganze Internet durchforstet nach News und ich habe wirklich nur ganz, ganz wenige Sachen aufgeschrieben. Soll ich einfach mal so locker aus der Hüfte das erste nennen, was ich hier aufgeschrieben habe? Nämlich Final Fantasy XIV kommt im Januar 2012 auch auf die PS3. Echt jetzt? Falls es irgendjemand nicht wissen sollte, ich bin ein großer Final Fantasy Experte, daher weiß ich. Echt? Ja, genau. Ja, genau. Ich mag Final Fantasy sehr. Das meine Lieblingsspielereihe, gleich nach den schreienden Hasen von Raymond. Genau. Nee, Final Fantasy XIV war ja das MMORPG, was, glaube ich, einen etwas holprigen Start hatte auf dem PC. Irgendwie funktionierte das alles nicht so, wie es sollte. Und es hat sehr viel Kritik bekommen. Okay. Aber jetzt im Januar, wie gesagt, kommt das endlich auch auf der PS3. Ich habe es nie gespielt. Ich weiß auch nicht, ob das so toll ist generell, aber für Final Fantasy Fans, ich glaube, die freuen sich schon. Möglich, ne? Möglich. Ich weiß gar nicht. Also bei uns in der Redaktion, ich glaube, Eddie hat auch fast alle Final Fantasy Teile gespielt. Gregor mehrfach. Gregor ja sowieso. Also davon kann man ja ausgehen, dass Gregor Fall. Wirklich jeden Final Fantasy Teil gespielt hat. Er träumt da jetzt seit Jahren von wahrscheinlich. Täglich. Ja, vermutlich. Also ich finde es ja irgendwie interessant. Also ein MMORPG auf einer Konsole ist ja ohnehin noch eher ungewöhnlich, wenn man es jetzt mal mit dem PC-Markt vergleicht. Und dann natürlich so ein großer Name wie Final Fantasy. Das zieht schon eine Menge Aufmerksamkeit auf sich. Aber ich kann mit fast hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich es nicht spielen werde. Nee, ich leider nur auch nicht. Aber das heißt ja nichts über das Spiel. Ne? Wir haben einfach andere Wertigkeiten, sag ich mal. Geschmäcker. Ich mag schon Schokowurst nicht. Echt nicht? Nee. Schokowurst? Ich mag schon Schokowurst. Alter, das wäre mal ein geiler Charakter. Schokowurst. Ja, Schokowurst. Dann würde ich es spielen. Genau. Egal. Also apropos Neuankündigung etc. Ganz großartige News. Star Wars The Old Republic. Da haben wir ja tatsächlich so ein bisschen Ärger, sag ich einfach mal. Wie? Warum? Weil wir als Game One-Redaktion ja noch gar keine Version erhalten haben. Das stimmt. Da sind wir auch sauer. Ja. Wir sind da auch ein bisschen sauer, weil auch wir... auch wenn wir weniger MMORPGs spielen, wegen Zeitgründen, ne, wir haben auch Leute, die da sehr groß Bock drauf haben, gerade auf Star Wars The Old Republic. Aber für uns, ne, immerhin eine tolle Nachricht, das Ding kommt 2 Tage früher raus. Ne? Das heißt, wann jetzt genau? Am 20. Dezember. Nein. Das ist eine Nachricht, die die Welt bewegt. Ne? Anstatt am 22. Dezember kommt es am 20. Dezember raus. 2 Tage länger zocken. Ja, da freuen sich doch die Fans. Haben das denn schon andere eigentlich? Ja. Nein, und wir nicht, oder was? Das. Ja, boah. Ja. Sollte man eigentlich direkt boykottieren? Ja, nein, machen wir nicht. Wir haben ja schon sogar eine Nachricht drüber gemacht. Vielleicht sind die Publisher dann ein wenig netter zu uns. Netter. Aber ist ja wurscht. Ich bin, also so oder so, da kann man meckern, wie man möchte. Ja. Star Wars The Old Republic, da gibt es ja schon einige Footage, die man auch schon von der E3 gesehen hat. Und das sieht schon nach Spaß aus. Das ist lustig. Ich persönlich sag... das wird super, oder was? Nee, das nicht. Aber das kann ich einfach nicht einschätzen. Ja. Dazu habe ich viel zu wenig MMORPG-Erfahrung. Aber... das Setting, hier ist halt Star Wars, ne? Und das, was ich bisher davon gesehen habe, das sah schon geiler aus. Und das reizt mich dann wiederum mehr als jetzt so ein WoW-Setting, sag ich einfach mal. Echt? Ja. Noch so ein Universum, was mich total begeistert, nach Final Fantasy jetzt Star Wars. Echt? Aber ich kann mich erinnern, als ich die ersten Previews gelesen habe, ich verfolgte es ja trotzdem aufmerksam, die waren alle sehr, sehr kritisch. Da hab ich sehr kritische Stimmen gehört und viele haben geschrieben, dass das alles noch nicht so wahnsinnig toll aussah. Das war so auch um E3-Zeiten herum, deswegen muss man fairerweise sagen, seitdem hat sich ja bestimmt auch viel getan. Aber ich wäre da, glaube ich, so ein bisschen skeptisch. Also jetzt nochmal auf dem MMO-Markt vorzudringen, ist ja ohnehin nicht so einfach. Ja, wahrscheinlich nicht. Und wie gesagt, also die ersten Stimmen da waren jetzt nicht unbedingt begeistert. Von daher muss man das mal genau im Auge behalten, ob das da wirklich so einschlägt oder wieder versandet. Ich weiß es nicht. Also ich meine, so oder so, es ist halt die Star-Wars-Franchise. Also deswegen alleine habe ich schon Bock, mir das nochmal genauer anzugucken. Wahrscheinlich fehlt mir eh wieder die Zeit, weil so ein MMORPG frisst ja Lebenszeit. Du aktiv Lebenszeit. Bürozeit ist auch Lebenszeit.
Lebenszeit. Kosten, sondern auch Lebenszeit. Aber nichtsdestotrotz jetzt mit der Nachricht, wow, toll, zwei und Tage früher. Buddy, was wirst du sein? Dunkel oder hell? Jedi oder Sith? Ich weiß es noch nicht. Ach komm. Weiß es noch nicht. Du bist doch so ein ganz aufrechter Recke. Bist doch so ein Streiter fürs Gute. Ja, du spielst doch so richtig langweilig im gut. Im virtuellen Leben, da ist man ja immer das, was man sonst im echten Leben nicht ist. Also bist du dann organisiert, genau. Zielgerichtet. Ja. Machst du schnell fertig. Ja. Ne? Genau. Ja. Das möchte ich offen halten, ganz ehrlich so. Wie gesagt, so, weil die dunkle Seite ist ja auch schon interessant, muss man ja sagen. Hat ja auch so ihre Vorzüge, ja, ne? Ja, muss uns aber bei Zeiten, wenn du es mal irgendwann spielst, gib uns mal ein Update, ja, für welchen Weg du dich entscheidest. Update, apropos dunkle Seite. Jetzt kommt's. Alter, tolle Überleitung zu einer neuen Nachricht, ne? Von wegen hier Sex. Rock'n'Roll. Nein. Ja, ja. Wann, wo, wie, was? Leisure Suit Larry kommt nämlich als HD-Remake raus, der erste Teil. Habe ich nie gespielt. Echt nicht? Nee. Echt nicht? Nee, das soll nichts heißen. Ich habe nichts gegen Larry, ich habe es nur nie gespielt. Ich war Final nie Fantasy nicht gespielt, Mark Star Wars. Moment, ich habe zwei Final Fantasy Teile probiert. Gut. Na gut, ist in Ordnung, das lasse ich gelten. Aber jetzt mal ganz realistisch, ja. Kann denn ein HD-Remake von Larry, kann das auch heute noch begeistern? Oder ist das so ein Spiel, wenn man das heute spielt, dass man merkt, dass das eigentlich nicht so toll war? Es hatte halt nur das so Ding. Pixelbrüste. Ja, eben deswegen. Nee, ach, letztendlich war es ein nettes Adventure. Feuchte Gedanken wurden da angeregt. Bestenfalls, ne? Bestenfalls. Wie alt warst du, als es rauskam? Ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal, 87, ich war vier Jahre alt. Ich war, ja, 1987 kam der erste Leisure Suit Larry-Teil raus. Das war ganz schön frühreif, du Früchtchen. In the Land of the Lounge Lizards, heißt er. Habe ich mir aufgeschrieben, muss ich mir nochmal aufschreiben. Lounge Lizard, ist das jetzt eine Metapher für irgendwas mit Zunge. Oder das männliche Geschlechtsteil? Möglich. Von wegen. Nee, das möchte ich nicht. Ja. Nein, komm. Ne? Nee, wirklich, lass uns hier bitte nicht schon wieder in diese Plumpen. Nö, braucht man nicht. Nein, das Ding ist auf jeden Fall als eine iPhone-Version geplant und da wiederum macht das schon Sinn. Also, ne, so ein kleines, nettes Adventure. Es geht um Sex, es geht so um Frivolitäten. Frivolitäten, das und kommt da immer besonders gut. Wenn man im Zug sitzt, kann man sich in sich hinein giggeln. Ja, genau. Wenn man jetzt in und wird ein bisschen HD, rot. Pixelbrüste streichelt. Nee, also wirklich, ich will gar nichts gegen Larry sagen. Ich frage mich nur, weil manchmal so mit dem Abstand der Jahre merkt man ja, dass es dann in Erinnerung doch besser war, als es letztendlich wirklich der Fall war. Das ist ja, ne, Wolf, da bist du tief, sehr deep gerade. Vielleicht bin ich auch einfach alt. Ja, möglich. Ich bin gerade verdammt alt. Ja, ey, pass auf, aber wo wir es gerade von Star Wars und so weiter hatten, mache ich jetzt eine thematische Brücke, schlage ich zu einem anderen Science-Fiction-Universum, nämlich Mass Effect 3. Das kenne ich ja gar nicht. Mass Effect? Habe ich auch nie gespielt. Nee, ich glaube, hier ist auch wirklich absolut niemand in der Redaktion, der irgendeine Ahnung von dieser Serie gar hätte. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass der dritte Teil jetzt auch einen Multiplayer-Koop-Modus bekommen wird, der Galaxy of War heißen wird. Geil. Also man kann sich quasi zusammenschließen und dann im Verbund die Galaxie erforschen, Gegner besiegen. Ja, hege ich ja alles große rocken. Hoffnung rein. Generell, was Koop-Modi angeht in verschiedenen Spielen. Wir haben es jetzt ja ganz frisch mit Rage, nur so als kleinen Abstecher in ein komplett anderes Thema. Ja, ne? Lass uns weiter darüber reden, ja. Ja, aber da ist es ja so, dass der Koop-Modus, da kannst du nicht die komplette Geschichte durchspielen, sondern du hast halt nur 9 kleine Missionen, die du halt durchspielen kannst. Ja, ja. Ach was? Ja, ja, ist so. Und das ist dann ja wiederum so ein bisschen, ne, das ist dann so ein aufgesetzter Koop-Modus, der ja auch Spaß macht, aber gerade bei so einem Mass Effect möchte man, glaube ich, dann auch wirklich gemeinsam das Universum retten. Auf der anderen Seite finde ich es wieder ganz nett, dass Leuten, die potenziell eher Single-Spieler sind, so wie ich, und Mass Effect 1 und 2 waren ja auch Singleplayer-Games, dass denen quasi jetzt nicht so ein Koop-Modus aufgedrückt wird und wenn sie quasi nicht im Koop spielen, sondern das Abenteuer lieber alleine spielen wollen, dass es nicht so ist, dass ihnen dadurch quasi die Hälfte des Inhalts entgeht, wenn es so ein aufgepropfter, wie du ihn nennst, Koop-Modus ist, dass du quasi Bonus-Content hast, den du zusammenspielen kannst. Also eigentlich. Gibt es da denn noch mehr Informationen, außer dass er einen bekommen soll? Hat man da schon irgendwie ein bisschen mehr erzielt? Er wird Galaxy of War heißen, das habe ich, glaube ich schon mal gesagt. Den Rest denken wir uns dann einfach. Ich glaube, so wahnsinnig viel, da liegt halt natürlich der Fokus wirklich auf kooperativen Spielen und jetzt nicht ein Gegeneinander-Modus ist jetzt meines Wissens nach noch nicht drin. Also Multiplayer kann ja verschiedene Komponenten beinhalten, aber da geht es darum, dass man dann quasi das Abenteuer zusammenspielt. Und ich sehe ja diesen Multiplayer-Wahn immer so ein bisschen kritisch, ne? Ja, weil du ein Singleplayer bist. Singleplayer-Spieler. Aber auch, also, denk mal zum Beispiel, ist jetzt nicht irgendwie, hat jetzt thematisch mit Mass Effect nicht viel zu tun, aber denk mal zum Beispiel an 4-3.
Also mhm. 4, die Shooter-Reihe hat ja durchaus ihre Fans und hat auch immer Spaß gemacht. Auf einmal kam der dritte Teil und es war ein rein rassiges Koop-Spiel. Auf einmal wurde gesagt, so, und den müsst ihr jetzt aber mit einem Freund spielen. Und wenn du gesagt hast, so, nee, ich spiele das echt lieber alleine. So, man hat keine Freunde. So oder man hat keine. Oder ich weiß nicht. Ja, oder auch ich. So. Ja, ach, also, komm, mit, will ja auch keiner spielen. Das stimmt. Daran liegt das, glaube ich. Stimmt. Ja. Nee, weißt du, also dieser Wahn, diese Hysterie, dass immer jetzt jedes Spiel noch irgendeine Form von kooperativem Spiel haben muss, ich sehe das ja ein bisschen kritisch. Deswegen hoffe ich, dass bei Mass Effect, dass das quasi ein Bonus ist, dass aber Einzelspielern dadurch nichts verloren geht. Wahrscheinlich nicht, oder? Also nehme ich es wäre sehr dumm. Also, ich glaube nicht, dass die da jetzt einfach so als extra super Feature irgendwie das nach vorne schieben, sondern tatsächlich das als Bonus nehmen. Aber was rede ich so, da müssen wir ähnlich wie bei vielen der weiteren Nachrichten, die wir hier besprechen, also, erstmal abwarten, was denn in Zukunft passiert, ne? So bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten. 1 Euro in die Floskelkasse. Schön, ne? Nächste News. Was haben wir denn noch? Ja, Shootmania. Das sagt wahrscheinlich so gut wie keinem etwas. Shootmania ist ein weiteres Produkt aus dem Hause Nadeo. Und Nadeo wiederum ist die Entwicklerschmiede hinter Trackmania. So, jetzt muss ich kurz ausholen, ne? Trackmania, alles klar. Ganz groß, ne? Toll, etc. Große Community, über 10 Millionen Spieler, die kostenfrei. Das ist ganz wichtig. Kostenfrei dieses Spiel spielen. Und die sind extrem aktiv unterwegs. Da haben wir auch einen netten Blog-Eintrag bei uns auf der Seite gemacht. Und zwar von dir, Budi, der absolut hervorragend war, wenn ich das mal sagen darf. Oh, danke schön, das freut mich. Mit sehr vielen schönen verlinkten Videos. Also wer Trackmania noch nicht ganz auf dem Schirm hat, guckt doch bitte mal noch in unseren Blog. Ich glaube, Freitag, am letzten Freitag ging der große, umfassende Artikel von Budi online. Ey, so umfassend war der ja gar nicht. Ja, komm. Nein, weil das Ding ist. Jetzt tu mal nicht so. Nee, das ist ja immer so, man kratzt da ja immer nur als Redakteur an der Oberfläche. Das ist ja immer so ein bisschen blöd. Ne? Weil Mania Planet eigentlich, der Gedanke dahinter, der ist wirklich interessant. Und zwar Nadeo, beziehungsweise dieses Mania Planet System, was sie aufbauen. Das ist tatsächlich vergleichbar, ein wenig vergleichbar mit dem Battle.net, was wiederum Blizzards eigene Hausmarke ist. Das heißt, das ist ein Interface, da können Leute drauf zugreifen und können eigene Sachen kreieren und teilen. Ne? So, das ist dieses Mania Planet System. Und neben Trackmania, was ja die Rennspielserie von Nadeo ist, soll es halt noch zwei weitere Titel geben, nämlich Shootmania. Das soll ein First-Person-Shooter-Ding sein und Questmania. Mania kommt dann ganz zum Schluss wahrscheinlich, ne, wo es einfach auch nur noch um Wahnsinnige geht. Nein, Shootmania soll jetzt auf der Paris Game Week tatsächlich vorgestellt werden, zum ersten Mal. Und das Ding ist inzwischen seit 7 Jahren in Entwicklung. Das ist aber meistens kein gutes Zeichen, oder? Weiß man nicht. Auf der anderen Seite, was die vorhaben, ist ähnlich wie bei Trackmania, einen cleveren Editor darzustellen, wo Leute wirklich Bock haben, eigene Maps zu kreieren, etc., so wie bei Trackmania eben. Da funktioniert das wahnsinnig gut. Ich kenne, glaube ich, kein anderes Spiel, was da so eine hohe Aktivität hat, an Leuten, die Bock haben, per Bausteinkassenprinzip extrem kreativ Karten zu basteln. Und wenn ich mir das System jetzt für einen Shooter vorstelle, also schon am Anfang leicht zu bedienen, aber du hast viele coole Möglichkeiten und dann hast du halt einen funktionierenden Ego-Shooter plötzlich, dann stelle ich mir das schon wieder sehr geil vor. Aber da werden wir sehen, nächste Woche, wiederum, da gibt es dann mehr Informationen, es wird der Map-Editor vorgestellt, das heißt, ne, direkt da kann man dann sehen, okay, das steckt also hinter Shootmania. Da wird man auch dann tatsächlich das allererste Mal Ingame-Bilder sehen, weil es gibt da noch nichts. Es gab dazu noch nichts und es gibt dazu noch nichts. Also aber in dieser Woche dann halt. 7 Jahre in Entwicklung. Das ist, also da werde ich immer so ein bisschen hellhörig. Meistens ist das immer so ein Grund zur Besorgnis. Also auf der anderen Seite, vielleicht hat es auch nur deswegen so lange gedauert, weil die wirklich ein absolut wasserdichtes System basteln wollen. Das wäre natürlich sehr peinlich, wenn die mit einer Ankündigung da irgendwie auf die Bühne sich stellen würden, die einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert. Nee, das wäre. Wie gesagt, Mania Planet wurde auch das erste Mal offiziell dieses Jahr auf der E3 vorgestellt. Es gab einen eigenen Trailer dazu, etc. Das ist ein bisschen untergegangen und das finde ich eigentlich geil, weil das geht so ein bisschen weg. Da ist die PC-Community wieder am Start. Ne? Also der Florence Castellerac. Eigentlich auch ein ganz geiler Pornoname. Auf jeden Fall. Das ist, ich weiß gar nicht, was er ist, Chefentwickler bei Nadeo, der meinte halt auch wirklich in einem Interview, haben wir auch bei uns auf der Seite, schon ein bisschen ein paar Monate alt, der meinte halt, gerne würde er natürlich seine ganzen Spiele auf der Konsole sehen, aber die Konsolenspieler sind noch nicht so offen, die sind noch nicht so bereit für wirklich aktive Gestaltung von Spielen, logischerweise. PC-User sind da einfach ein bisschen nerdiger. Das ist gelernt, ne? Mit Systemen aus, genau. Da gibt es einfach viel mehr Leute, die auch ein bisschen Bock haben, mit Modifikationen zu arbeiten und SDKs, also Software Development Kits. Und er sagt halt einfach, ey, das ist unser Ziel. Und da kann ich verstehen, dass es lange in Entwicklung ist, weil sowas muss dann auch gut vorgeplant werden. Das stimmt schon. Und deswegen, also wir werden sehen, es Shootmania, da bin ich persönlich echt gespannt drauf, was das Ding denn kann und wie es aussieht und was das dann letztendlich für Möglichkeiten bietet für eigenständige Kreateure.
Ne? Tolles Wort. Kreator. Kreator. Florence Castellac. De jeu, vom Spiel, ne? Ja. Aber also, wenn das funktionieren sollte, wäre das natürlich irgendwie auch mal ein schöner Anlass, wirklich ernsthaft drüber nachzudenken, ob man sowas nicht demnächst mal auch auf die Konsolenwelt portieren kann. Also jetzt nicht im Speziellen nur das Spiel, sondern, wie du schon gesagt hast, diese allgemeine Modder- und Selbstbastel-Szene, die es auf der Konsole ja kaum gibt. Was ja bestimmt auch daran liegt, dass der Supporter einfach nicht so umfangreich ist und dass es sehr, sehr fummelig ist. Und beim PC, glaube ich, geht das weitaus komfortabler und du hast mehr Möglichkeiten und mehr Spielzeug. Aber das wäre natürlich echt toll, wenn langsam auch so die Konsolenwelt dahin käme, mit so viel Kreativität und Energie und Ehrgeiz so ein bisschen rumzubasteln und so eine Community entsteht und man sich austauscht. Also ich fände das sehr spannend. Ich fände es auch sehr spannend. Es gibt ja auch ein paar Titel, die können das, ne? Aber da schweifen wir ein bisschen ab. Nur ganz kurz Trials HD. Da gibt es zum Beispiel einen sehr aufwendigen Editor, der aber gut umgesetzt ist für die Konsole. Und da gibt es auch echt viele Leute, die Bock drauf haben, einfach mal eigene Strecken zu kreieren. Also es gibt ja und Little Big Planet und lalala, da gibt's ja, klar, es einige. Gibt es ja logisch. Mod Nation Racer hatte auch diesen Ansatz, den Trackmania sozusagen mit reingebracht hat. Ist aber meines Erachtens, einfach weil ich nichts mehr davon gehört habe und es auch selber nicht mehr gespielt habe, so vollkommen untergegangen. Nehme ich einfach mal an. Anders sieht es bei Trackmania aus. Also wie gesagt. Genau, ganz kurz dazu noch, um diese News abzuschließen. Shootmania Storm soll das Ganze in der ersten Fassung heißen. Nadeo bzw. Ubisoft, ne, die sind jetzt bei Ubisoft, haben sich das so vorgenommen, einzelne Editionen rauszubringen. Trackmania 2 Canyon, das ist ein Set sozusagen. Das haben die gespielt, ne? Genau, ja. Das haben wir gespielt und dann soll noch nächstes kommen. Da habe ich den Namen schon wieder vergessen. Das ist auch schon irgendwie rausgekommen. Weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ne? So oder so, da gibt es ein paar neue Informationen. Da sind wir gespannt und das ist einfach nur für die Leute, die das jetzt hier gerade hören, das sollte man sich irgendwo hinten in den via Synapsen einspeichern. Das könnte was ganz Großes werden, Wolf. Mhm. Sag ich. Bleibt abzuwarten. Ja, schön. Ja. Schön, ne? Bleibt abzuwarten. Beobachten wir auf jeden Fall weiter. Also du. Ja, ich. Ich nicht so. Nee, du aber spielst du. Dann Final Fantasy, ne? Vielleicht spiele ich. Übrigens, ich bin, also wenn die Leute das hören, ist es dann nicht mehr so aktuell, aber ich bin morgen früh mit unserem Super-Experten für japanische Rollenspiele, Gregor, in der Tat auf der Final Fantasy, ich weiß gar nicht, was es ist, 13.2 Präsentation oder so. Irgendwas Final Fantasy. Gucke ich mir morgen mit Gregor an. Nimm Taschentücher mit, für ihn. Achso, ja, und vielleicht für mich auch, weil ich dann weinen muss, wenn ich diese ganzen androgynen Japano-Typen da rumhüpfen sehe mit pinkem Haar. Ich weiß nicht, oh Gott. Oh übrigens, Gott. Noch eine schöne Sache. Ja, bitte. Costume Quest von Tim Schäfer, was auch von wegen untergegangen, was auch ein bisschen untergegangen ist, ist jetzt auch für den PC erhältlich. Schön. Costume Quest ist ein sehr, sehr niedlich und sehr süß designtes, traditionelles Rundenrollenspiel von Tim Schäfer eben, dem Macher von Psychonauts. Kennen wir alle. Ja. Der jetzt, das letzte, was er gemacht hat, war das Sesamstraßenspiel für Kinect. Ich würde es ja gerne mal sehen. Ich habe es nicht gesehen. Ey, ohne, also. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich würde wirklich mal reingucken, weil ich glaube, dass das natürlich ein sehr kindgerechtes Spiel ist und deswegen für so abgebrühte, super Hardcore-Zocker wäre es vielleicht nicht ganz das Richtige. Aber es kann ja trotzdem ein sehr nettes Spiel sein. Und Tim Schäfer hat ja mal sehr gute Ideen. Also vom Design her versteht er einiges. Und das ist jetzt auch für den PC erhältlich. Das ist eins der ganz, ganz wenigen, ich sag mal, klassischen rundenbasierten Rollenspiele, die ich in den letzten paar Jahren gespielt habe. Da geht es darum, dass du quasi als kleiner Junge zu Halloween rumrennst und mit deiner Freundesklicke zusammen dir Kostüme zusammensuchst. Und sobald du kämpfst, werden diese Kostüme quasi real. Also wenn du so in so einer schlecht nachgemachten Papp-Ritterrüstung rumrennst und das Spiel schaltet dann in Kampfmodus, stehst du wirklich als gigantischer Ritter da. Oder dein Freund rennt halt als Drache rum und im Kampfmodus ist er dann wirklich ein riesiger feuerspeiender Drache. 10 Metern Größe. Das hört sich doch nett an. Ey, das ist wirklich ein sehr, sehr nettes Spiel. Da sitzt man irgendwie zwei Abende dran und dann hat man es durch. Ist was Kleines für zwischendurch. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr sympathisch. Also wenn man wieder Bock hat auf irgendwie einen anderen Geschmack, was so Design und Setting angeht, Costume Quest kann ich nur empfehlen. Wird auch nicht viel kosten für einen Download. Vielleicht ein 10er oder so. Alter, 10 Euro? Naja, aber komm, die hat man. Ja. Budi, wenn du einmal Burger essen gehst, dann ist auch schon 10er weg. Nein, 40 Euro. Ja, weil du wieder alle einlädst. Du bist einfach so herzlich. Nee, aber so gut. Wenn wir jetzt gerade schon über Geld reden, ne? 2 Euro pro Lied. So fange ich diese News an. Jetzt pass auf. Okay, ne? Jetzt. Rockband 3. Ja. Es gibt noch tatsächlich Rockband neue DLCs, also neuen Content, den man so runterladen kann. Rockband ist auch geil. Klar. Aber, und das ist jetzt extra für dich, Wolf. Ne? Jetzt wir kommt. Ja. Wer kommt? Black Eyed Peas? Nein, das gibt's doch schon längst, oder? Aber also, nicht für Rockband, pass auf, ich. Coldplay, deine Lieblingsband. Boah. Echt jetzt? Ich hätte es wirklich erkannt. Das ist Coldplay, auf jeden Fall. Das ist Coldplay, siehst du? Genau. Und das andere Lied ist auch so.
Wie, und jetzt? Da gibt es 6 Lieder. Das habe hab ich gelesen. 6 neue, oder was? Nee, 6 alte Lieder von Coldplay, die man pro Stück für 1,99 Euro 1,99 Euro. Genau. Man kann das auch im Bundle für 10 Euro runterladen oder sonstiges. Da frage ich mir, Rockband, ne? Das ist ja, ich weiß nicht, da sind wir dann vielleicht auch ein bisschen spezieller. Ich bin da ja eher auch, wenn ich Rockband spiele, eher so härtere Sachen gewohnt. Nee, klar. Ich, wenn schon, dann schon. Ne? Nicht so fix, du, das ist doch vollkommen langweilig. Oder Viva la Vida ist ja auch langweilig, ne? Ja, also, es ist langweilig. Auf der anderen Seite, also ich kann es nachvollziehen. Also Coldplay ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsband, aber es ist auch nicht meine Hassband. Und, nein, es geht ja auch. Also wenn du quasi mal die gesamte Lieder-Bibliothek aus allen Rockband-Spielen zusammennimmst und dazu hast du ja dann noch Guitar Hero, ist ein anderes System, aber im Prinzip so Musikfans, die haben ja dann vermutlich beides. Du hast ja wirklich schon über die Jahre hinweg dann sehr, 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 sehr viel harten Kram gesammelt. Ja. Und natürlich würde ich mich jetzt auch mehr über die komplette Machine Head-Diskografie freuen, ja, oder Tool oder so, oder ne? Aber ich kann irgendwie schon nachvollziehen, dass man sich eine wirklich sehr, sehr große Band wie Coldplay sucht und da nochmal 6 Lieder raushaut. Ich wage mal die Prognose, die werden sich auch gar nicht schlecht verkaufen, die verdammten. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich hab mir gedacht, so 160 Microsoft Points irgendwie für Yellow irgendwie, das ist, weiß ich nicht. Also ist wie immer eine Geschmackssache. Es ist wie immer Geschmack, natürlich. Naja, für diejenigen, die jetzt Coldplay-Fans sind, ne? Aber wirklich lieber Coldplay als Black Eyed Peas. Ja, Black Eyed Peas ist echt. Da gibt es auch diese Dance-Fassung, oder nicht? Boah, ja, die haben, glaube ich, oder was, ein eigenes Spiel. Diese Welt ist so krank. Weißt du, Black Eyed Peas, kurzer Seitenhieb, die waren mal so cool. Kennst du die ersten Alben zufällig von den Black Eyed Peas? Nee, natürlich nicht, aber die waren mir nie unsympathisch damals. Gut. Nein, die waren richtig geil, die hatten so geilen Flow, das waren geile, clevere Texte und jetzt machen die hier einen auf Party, Party und bla bla und Ja, das ist dumme Musik von dummen Menschen für dumme Menschen. Das ist ja gerade so schade, weil die waren echt mal richtig gut. Und dann kam Fergie, die so hot ist. Und ja, siehst du, das ist, kaum kommen die Weiber ins Spiel, geht alles kaputt. Adam und Eva, Stichwort Apfel. Ohne Scheiß, alles war super. Und dann kommen die Weiber. Ja, was war da los? Dann kommen die Weiber. Ja, apropos Weiber. Oh, jetzt kriegen wir bestimmt Hasspost von Black Eyed Peas Fans. Meinst echt? Lololol, Idioten, die machen voll gute Musik zum Abfeiern-Party. Von weiblichen Black Eyed Peas. Oh, lololol, XD. Genau, apropos Frauen, Zombies. da gibt es. Alter, irgendjemand hat jetzt hier Black Eyed Peas im Raum angemacht. Ihr verdammten Schweine. Kann man das überhaupt hören? Kann man ausmachen. Ich glaube, man kann es nicht hören. Macht mal bitte die Musik aus, Leute. Ist eine Scheiße mit eurer Scheiße. Dankeschön. So, Zombies. Oh Gott, I got a feeling. Ja. Es gibt eine. Also, ich persönlich finde es ja fast lustig, aber es ist auch gemein. Es gibt Zombies. In England, United Kingdom heißt das auch. Ist mir gerade eingefallen. Ach so. Ne? Da gibt es eine ganz kleine Indie-Game-Schmiede, die nennt sich The Indie Stone. Indie und Stone. Die arbeiten bereits seit längerer Zeit an einem Spiel, das heißt Project Zomboid. Das klingt schon super. Zomboid. Ich finde es jetzt schon sehr sympathisch. Es ist auch nicht so schlecht, ne? Und das Ganze kann man sich runterladen als Pre-Alpha-Version. Das ist einfach, das sieht so ein bisschen. Das ist ein Top-Town-Spiel, das ist ein Zombie-Survival-RPG, so nennen sie es selber. Und das Ganze sieht tatsächlich ein bisschen Sims-like aus. Das heißt, ne, du hast so ein sehr spartanisches Setting vom Top-Down, ein bisschen Diablo-esque auch tatsächlich. Nur halt Mit Zombies? Mit Zombies. Sehr kleine, pixelige Zombies. Süß. Hat einen ganz netten Touch auf jeden Fall. Wir haben kurz mal reingeguckt. Und da ist jetzt aber, pass auf, ne, lieber Wolf. Ja. Da wurde eingebrochen. Bei denen im Büro. Nein. Ja, ja, pass auf. Eingebrochen. Und wurde geklaut. Diverse Festplatten, 2 Rechner und die Kreditkarte von dem Hauptmacher. Wie, jetzt ist alles weg, oder was? Ja, die haben selber auf der Seite haben sie halt eine Nachricht geschrieben, eine sehr sympathische, da fühlt man einfach mit, die sagen selber, wie dumm sie eigentlich sind, dass sie das nicht, die haben das immer wieder kopiert, dieses Projekt, die haben immer wieder sozusagen gecheckt, ey, das darf nicht kaputt gehen, etc. Sie haben es aber immer auf externe Festplatten kopiert, damit es eben safe ist. Ja, klar. Ja, jetzt wurden aber die Rechner und die Festplatten geklaut, das heißt, das ganze Projekt sozusagen ist im Prinzip geklaut worden. Aber also die externen Festplatten an demselben Ort zu haben, wo auch die Rechner stehen. Ja. Das ist so, als hättest du deinen Haustürschlüssel immer an deinem Ausweis gebunden. So, wenn du beides verlierst, ist halt die Wohnung leergeräumt in 20 Minuten. Ja, ungefähr Minuten. So. Ungefähr das muss man auch getrennt aufbewahren. Nee, vielleicht haben sie auch die Kreditkarte mit dem Blumenstrauß auf die Festplatten gelegt, weil die ist ja auch weg. Bitte nicht mitnehmen. Danke. Lol. Eure Entwickler. Und dann so ein Herzchen. Ja, das ist echt ja, schade. Ja, jetzt ist quasi alles, die ganze Arbeit umsonst. Ja, mehr oder weniger. Anfangen. Also die checken gerade, das hat die einfach komplett zurückgeworfen. Das ist so das Statement, was die halt offiziell rausgehauen haben. Aber schon ein starkes Ding, finde ich. Ne? Also du sitzt da irgendwie als Indie-Entwickler dran, steckst da eine Menge Herzblut rein und dann wird da einfach mal eingebrochen und deine ganze Arbeit weg. Weg für den Arsch. Und das ist schon gemein. Vor allem, also Indie-Entwickler. Also ich zieh's zurück, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich fast ein bisschen lustig finde. Nee, ist nicht lustig.
So. Ja, aber du weißt ja, wer den Schaden hat, muss für den Sport nicht sorgen, ne? Ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, ist auch relativ dumm. Auf der anderen Seite, ich kann nicht verstehen, so kleine Indie-Entwickler, die haben ja meistens nicht so die ganz großen Finanzmittel. Also warum gerade da einbricht und dann so ein Spiel klaut, was noch nicht mal fertig, also das ist jetzt auch nicht der ganz große Titel, auf den die Welt gewartet hat. Wenn irgendjemand den Source Code von Mass Effect 3 gestohlen hätte und den verkaufen würde auf dem Schwarzmarkt, das macht irgendwo Sinn. So ich mit glaub, so einer gewissen kriminellen Energie gesehen. Ja, aber so ein Pre-Alpha-Code von so einem Indie-Game-Clown? Die sind ja schon weiter gewesen, leider. Ja, okay, Beta-Code von so einem Indie-Game-Clown? Aber wer weiß, heutzutage, ne, Indie-Schiene, das ist ja so Goldrausch-Mentalität aktuell. Jeder macht ein Spiel und jeder ist reich. Gefühlt. Auch die Indie-Entwickler. Das ist wirklich so. Ja. Wir sollten Spiele machen. Ey, ich dachte es auch gerade schon. Das kann nicht so schwer sein. Wir nehmen auch irgendwas mit Zombies. Ja. Pass auf, dann nehmen wir noch so Vampire rein, so Twilight-mäßig, holen wir auch die Frauen ab. Ja. Eine Social-Networking-Komponente haben wir, sind die Sims-Spiele abgedeckt. Ja. Und Soundtrack kommt von den Black Eyed Peas. Nehmen wir einfach die MIDI-Files. Ist nicht schlecht, so machen wir es. Night's gonna be a good night. Schon wieder macht irgendjemand schlechte Musik. Okay, machen wir weiter. Apropos schlechte Musik, das sind immer die schlechten Überleitungen, ne? Wenn man einfach nur apropos sagt. Ne? Apropos schlechte Überleitung, da habe ich auch noch eine. Ich habe hier überhaupt voll gar nichts, was irgendwas mit schlechter Musik zu tun hat. Hast du noch was, Wolf? Mit schlechter Musik? Nein, aber mit super Spielen. Oh, das ist ja super. Achtung, ich sag jetzt einfach mal, ich werf mal einen Namen so locker in den Raum und dann gucken wir mal, wie jeder reagiert. GTA 3. Ja, ist in Ordnung. Yeah. Kriegen wir hin, ne? Ja. Kriegen wir hin, kenne ich. Habe ich schon mal gespielt. Jetzt fühlen wir uns alle sehr, sehr alt, denn das wird jetzt 10 Jahre alt. Man muss sich das mal klar machen. Das ist 10 Jahre her, dass GTA 3 auf der PlayStation erschien, auf der PS2 damals. Genau, und um dieses Jubiläum zu feiern, wird GTA 3 jetzt auf Android und diversen iOS-Geräten erscheinen. Natürlich ein bisschen aufgehübscht. Da sind vermutlich, wie ich die Jungs von Rockstar kenne, auch so 2,5 Features drin. Und es würde mich nicht wundern, wenn da irgendwie auch noch was für die in Anführungszeichen großen Konsolen und vielleicht auch ein PC käme. Also wie so ein 10-jähriges Jubiläum. Ich kann mir vorstellen, dass Rockstar da irgendwie was in der Hinterhand hat. In der Pipeline. Ja. Aber ich meine, muss wirklich 10 Jahre. Ich weiß noch, als ich damals bei Giga angefangen habe als Praktikant, da hat es gerade jeder gespielt und wir waren alle völlig, ich weiß, dass wir nach der Sendung um Mitternacht, dass wir dann irgendwie alle noch so in so einem Halbkreis vor der PlayStation saßen und nicht fassen konnten, was wir da gerade sehen, diese ganze Stadt. Ne? Ja. Ich finde, was man alles machen konnte. So ein Top-Down-Ding fände ich ja auch großartig tatsächlich wieder, so aller Giga 2. Wie die Alten. Ja, sure. Es ist jetzt zeitgemäß. Ich meine, übrigens dieses Burnout Crash. Ja, stimmt. Soll sehr gut sein, habe ich gehört. Ich habe es kurz angezockt. Echt? Das macht Spaß, ja. Macht Spaß. Ach was? Ja, hab ich nie gespielt. Wie sind wir jetzt von GTA zu Burnout gekommen? Top-down. Top-down, Autorennen-Ding. Ach ja, richtig. Genau. Aber trotzdem 10 Jahre. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. Schon mal jetzt. Also es wird jetzt vermutlich um die Zeit auch im Internet sehr, sehr viele Retrospektiven geben und man muss sich wirklich mal klar machen, dass die Spielewelt heutzutage extrem anders aussähe, wenn GTA 3 nicht völlig unvermutet so ein Open-World-Spiel gewesen wäre. Also mittlerweile ist es ja gang und gäbe. Open-World-Side-Missions, man kann quasi tun, das wird eine lebendige Stadt, eine funktionierende Umgebung wird simuliert, die quasi nach eigenen Regeln funktioniert, auch ohne Zutun des Spielers. Das ist ja heutzutage, ist das ja wirklich, jedes zweite Spiel hat ja so ein Feature, aber damals war das wirklich, das war eine ganz neue Welt. Das kriegen aber auch immer noch nicht so viele Leute oder so viele Entwickler so gut hin wie Rockstar. Also ich meine wirklich GTA 4, das ist ja wirklich mal eine Benchmark. Das ist wirklich eine Benchmark. Das ist wirklich richtig gut. Also, Red Dead Redemption. Ebenfalls. Ja, also gerade Red Dead Redemption. GTA 4 fand ich ja, das hatte so seine Problemchen. Also ich fand spielerisch, fand ich es jetzt eher enttäuschend. Was? Aber GTA 4 doch. Nein. Mach jetzt sei mal ganz fair und offen, Budi. Ja. Spiel jetzt nochmal GTA 4 und nach der dritten Mission merkst du, dass es dich echt schon langweilt, weil es im Prinzip immer dasselbe ist. Mein Problem an den Missionen, ich spiele bei GTA-Spielen nie die Missionen. Sondern ich mache da immer Rock'n'Roll. Ich finde die Stadt einfach so geil. Darauf wollte ich hinaus. Die Stadt, die Simulation einer lebendigen, autarken Spielewelt, die ist wirklich bei GTA 4 ist atemberaubend. Also das ist wirklich, man muss mal darauf achten, dass die Leute in den Fastfood-Läden, dass sie wirklich verschiedene Aufgaben haben. Weißt du, also der eine steht da und brät Burger und der andere steht dann vorne am Counter und bedient dich. Also so viele kleine Details, das ist wirklich atemberaubend. Und da war GTA 3 halt irgendwie der Vorreiter und hat die
Tore zu neuen Spielspaßwelten aufgestoßen, in denen wir uns heute wie selbstverständlich bewegen und sehr viel als ja, Selbstverständlichkeit annehmen. Das klammern wir jetzt mal aus, das war so ein Spruch, der hinten auf Spielepackungen stehen könnte, wenn er nicht so lang wäre, Wolf. Ja, vor allem, wenn er nicht so klischeehaft und uninspiriert gewesen wäre. Deswegen stehen sie hinten drauf. Da bin ich Experte. Genre-Fans greifen zu. Der Rest spielt Probe, genau. Das steht nie okay, da, obwohl jetzt, das so wahr ist. Jetzt immer. Muss ich gähnen. Was haben wir denn sonst noch? Ganz kurz, ach hier, Gerüchte, bla bla, machen wir einmal ganz kurz. Was denn? Redemption 2 angeblich in Mache. Alter. Habe ich nur gelesen, aber das war aber wie immer wahrscheinlich irgendwie so, bin ich ins Netz gegangen, habe mal gedacht, hier komm, was gibt's denn für neue Gerüchte und da. Ich finde, das ist so ein typisches Gericht der Marke. Natürlich arbeiten die an Red Dead Redemption 2. Also daraus quasi eine News zu machen, ist schon ein bisschen happig. Ein bisschen fadenscheinig. Also natürlich, die haben da unglaubliche Erfolge mit Red Dead gefeiert. Es hat sich extrem gut verkauft. Das war ein Prestigeobjekt. Also selbst heute noch Red Dead Redemption ist also da kriege ich feuchte Hände, wenn ich nur dran denke. Und natürlich wird es da mal irgendwann einen zweiten Teil geben. Wie weit die da jetzt schon sind, weiß ich nicht, weiß man nicht. Aber ich glaube, davon können wir ausgehen, dass es irgendwann Red Dead 2 geben wird. Ja, siehst du. Zumal das ist schon so jetzt, heiß, dass die Leute Gerüchte darüber verfassen. Ich werde es jetzt natürlich auch nicht extra nochmal spoilen, weil es schon so oft gespoilt wurde, unter anderem auch von mir. Aber wer Red Dead Redemption 1 durchgespielt hat, der kann sich auch jetzt schon ungefähr ausdenken, in welche Richtung das Sequel gehen wird. Denn eine thematische Brücke ist schon jetzt geschlagen. Also da einen zweiten Teil rauszuhauen, ist nicht sonderlich schwierig. Die haben quasi alles da, sie müssen nur das Spiel jetzt fertig machen. Es geht um Pferde, so viel können wir schon mal sagen. Vermutlich. Aber Pferde und vielleicht spielt's aber auch im Zweiten Weltkrieg? Möglich. Oder im heutigen Kabul-Konflikt oder so. Möglich, auch alles möglich. Red Dead Redemption Undercover Ops. Teil 4. Ja, genau. So, Undercover Ops, es gibt keine Überleitung, ich scheiße jetzt mal auf die Überleitung. Die PS Vita, ja, man braucht ja auch nicht immer Überleitung. Nee, stimmt. Die PS Vita ist in Japan, die ist ja noch gar nicht draußen, aber in Japan ist sie jetzt schon ausverkauft. Du warst auch Amazon hat das rausgehauen. Krass. Es ist natürlich die Frage, wie viel davon haben sie zur Verfügung gestellt? Wenn es nur so 10 waren, ist das jetzt kein Wunder. Also bei 10 ehrlich, Millionen ist das respektabel. Da sind wir Redakteure par excellence, wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben sie 3 irgendwie angeboten. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass die Japaner ein ganz anderes Konsumverhalten haben als zum Beispiel jetzt wir, die wir ja in Phantasialand wohnen. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Und da trotzdem, ich persönlich. Ich habe die PS Vita auch in der Hand gehabt. Und genau, du ich warst ja gar nicht begeistert, oder? Es geht. Nee? Es geht. Also viele der Kollegen hier sind begeistert, einfach nur, weil sehr viele Spiele sehr PS3-like aussehen. Und es läuft flüssig. Und es gibt natürlich geile Spiele. Es gibt ein Uncharted da drauf, raus und bla. Und ach, Rayman habe ich kurz mal mit der PS Vita gespielt. Rayman Origins sah super aus, lief super. Und das ist natürlich schon eine Benchmark im Vergleich zu einem Nintendo DS oder Nintendo 3DS. Einfach nur, was die Qualität angeht. Aber trotzdem, ich weiß es nicht. Also das ist so der Handheld-Markt überrascht mich dann eh immer wieder, wenn ich jetzt dann eben so eine Nachricht höre, in Japan ist die bereits, was die Vorbestellungen angeht, schon ausverkauft. Also ja, traditionell ist Sony natürlich auch sehr, Japan sehr Sony-freundlich. Freundlich und lastig. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Also ich bin auch absolut gar kein Handheld-Fan. Also ich hab nichts gegen die PS Vita. Ich habe auch nichts gegen den 3DS, aber ich besitze kein 3DS. Ich werde auch keine PlayStation Vita besitzen. Denn ich denke mir immer, also wenn ich jetzt unterwegs auch noch zocke, ich zocke schon zu Hause relativ viel in letzter Zeit wieder und ich genieße so ein bisschen diese 20-minütige U-Bahn-Fahrt zur Arbeit und wieder zurück, weil man da wie mal lesen kann oder Musik hören oder mal irgendwie nicht mal auf nicht Input. Ja, genau, und mal nicht auf den Screen starren und also ich muss nicht permanent wirklich immer wie Videospiele um mich drum haben und ich bin da auch so ein bisschen konservativ. Für mich sieht ein schöner Videospielabend so aus, dass ich mich auf mein Sofa flätze, ein Pad in der Hand halte und auf einen Screen starre, der ungefähr so groß ist wie eine Häuserwand. Und optimalerweise habe ich noch geilen Sound dazu. Also ja, klar. Ich will solche Sachen, auch so Uncharted, das sieht auf der Vita sieht das bestimmt geil aus. Aber verdammt nochmal, ey, das spielt man auf einem großen Screen, zu Hause, mit einem ordentlichen Boxensystem. Aber nicht jeder hat so ein großes Screen- und Boxensystem wie du. Aber die PS Vita ist ja auch nicht billig. Also vielleicht würde ich mir für die Kohle dann lieber einen richtig geilen Fernseher kaufen, die mittlerweile ja nicht mehr so viel kosten. Das muss ja kein brandneuer 3D-Fernseher sein. Ja, und dann kommt noch die PlayStation dazu und dann noch ein extra Pad. Wie? Du brauchst kein extra Pad, wenn du ein PlayStation kaufst, ist da eins dabei. Ja, wenn man alleine spielen will, dann schon, da hast du recht. Ja.
Natürlich. Naja, ach komm, ne? Nein, also, ja, jetzt gehen vermutlich auch wieder die Flame Wars los. Also, guter, ich freue mich für Sony, echt ein toller Erfolg. Und es ist ja vielleicht auch mal ganz gesund, wenn der 3DS ein bisschen Konkurrenz bekommt. Belebt ja bekanntlich das Geschäft. Ja, so sieht's aus. Aber wie aus gerade erläuterten Gründen für mich nicht so interessant. Nö. Ich lese da lieber mal einen guten Porno. Einen guten Porno. Einen guten Buch. Einen guten Pornobuch. Also Handhelds, nichts für mich. Naja, dann würde ich wahrscheinlich auch diese tolle Nachricht nicht rauslotsen. Irgendwie ab 28. Oktober kommt die PSP, also das alte Käseding. Das alte Gammelteil. Für 99 Euro auf dem Markt. Also, ja, ne? Für diejenigen, die halt dann eben nicht den neuesten Scheiß haben wollen, die können dann weniger bezahlen und für 99 Euro die alte PSP holen. Pff. War das dieses Abspeckmodell? Ja. Was, genau. Die ist das, oder was? Ich weiß nicht, ob das genau die ist. Also ich habe nur gelesen, dass die PlayStation Portable, die alte sozusagen, neu rauskommt. Auch da wieder sehr gut recherchiert. Aber immerhin kenne ich den Preis. Ja, ist ja alles, was zählt. 99 Euro. Genau. Ja, also ich glaube, wer unbedingt halt ein bisschen elektronisches Entertainment für unterwegs will, für den ist das ein ganz gutes Angebot. Ja, ich glaube, die meisten anderen werden eine PSP schon haben oder, so wie ich, sich dafür nicht so interessieren. Genau. Von daher ist das, glaube ich, eine Nischenmeldung. Aber auch darüber muss man ja mal sprechen. Ja, wir machen diesen Podcast ja auch tatsächlich darum, um Informationen walten zu lassen. Stichwort Battlefield. Ja. Habe ich gelesen, dass ein Splitscreen, ja, also quasi ein lokaler Kooperationsmodus, nachgereicht werden wird. Was erstmal unspektakulär klingt, aber ich finde, darüber haben wir ja schon gesprochen, zu Zeiten von diesem Online-Koop-Multiplayer-Social-Networking-Wahn, finde ich es ganz nett, wenn man die Möglichkeit hat, auch irgendwie mal zu zweit am selben Screen ein Spiel zu spielen. Natürlich wird ein Splitscreen bedeuten, dass das grafische Einbußen geben wird. Das ist natürlich ja, was die Übersicht halt angeht, ne? Aber ja, aber auch was, ja, auch was die Detailfüllung angeht. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, darf man sagen, doch Left 4 Dead in der deutschen Version habe ich wirklich zu Hause sehr oft und sehr lang im Splitscreen gespielt. Also natürlich sieht das dann nochmal anders aus und wie du schon gesagt hast, die Übersicht hier geht so ein bisschen flöten und man verliert logischerweise die Hälfte vom Screen. Aber dass man die Möglichkeit hat, einfach mal spontan, wenn jemand zu Besuch ist, ihm das Pad in die Hand zu drücken und zu sagen, komm, wir machen jetzt mal eine Runde hier, so zusammen auf dem Sofa. Hier bei mir zu Hause, finde ich sehr, sehr sympathisch. Also ich freue mich immer, wenn jemand, wenn er schon Multiplayer-Komponenten anbietet, dann probiert auch wirklich alle abzudecken. Ja. Und auch die nicht permanent 1000 Leute in der Freundesliste haben und mit denen zocken wollen. Also ich finde das schön. Da bin ich aber gespannt. Weißt du zufällig, ob das dann auch online funktioniert? Das heißt, ob du zu zweit zu Hause online auf Online-Server zugreifen kannst? Weil das war ja dann oftmals auch so ein Ding, was nicht selbstverständlich ist, obwohl es so rein logisch wäre. Ja, also auch hier wieder Stichwort Left 4 Dead, da ging es. Ja, klar. Eben. Und es würde mich jetzt sehr, sehr wundern, wenn das Flaggschiff auch, Battlefield 3 so eine Komponente nicht einbauen würde, zumal, wie gesagt, das andere Spiele vor 2 Jahren auch schon geschafft haben. Also da würde ich mal Geld drauf setzen, dass das gehen wird. Genau. Aktuell läuft ja die Beta zu Battlefield 3, die mehr als die Hälfte der Redaktion zockt es. Selbst ich habe es schon einmal gespielt und ich habe noch nie Battlefield gespielt. Großartig. Ja. Und ich höre immer nur, dass es extrem buggy sein soll. Aber das ist auch nur, ich glaube, ich bin auch wirklich dann doch der Einzige, der es noch gar nicht gespielt hat, Battlefield 3 in der Beta. Ich habe alle 10 Sekunden habe ich einen Header bekommen, war tot. Waren ich bestimmt Bugs. Ich glaube auch. Also ich habe mich umgeguckt und fand die Grafik echt ganz schön, da war ich auch schon wieder tot. Dann musste ich 10 Sekunden warten, konnte ich respawnen. Battlefield ist nicht diese Landwirtschaftssimulation. Das ist dieses Kriegsspiel. Ach so. Ja, ja. Ach stimmt, Weizenfield, das wollte ich spielen. Ach, genau. Hat dann aus Versehen zum Battlefield geschaut. Schade. Alter, das war Weizenfield ein... Nummer 4 ist draußen. Geil, ey. Machen wir eine Stunde mit, oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Nein, das gibt's ja gar nicht, ne? Gibt's ach ja so, nicht. Haben wir euch nur verulgt. Ja. Der Budi erzählt ja wieder Quatsch. Nee. Das sind Lumpen. Ja, so, haben wir Battlefield auch abgehakt. Ja. Ne? Ich habe noch 2 kleine News, die rocken wir jetzt noch weg. Aber ich glaube, wir haben nur kleine News. Das stimmt eigentlich, ja, große News. Ne? Es war aber wirklich, wir haben natürlich im Vorfeld vor diesem Podcast noch ein bisschen recherchiert. Jeder hat so seine Newsseiten abgegrast und sich Sachen aufgeschrieben. Es war wirklich nicht so wahnsinnig viel los. Ne? Och, weiß ich nicht, aber das ist ja auch immer so generell so eine Nachrichtensache irgendwie. Letztendlich hätten wir auch 20.000 tolle Nachrichten raushauen können, hier das Spiel erscheint und das Spiel erscheint. Das haben wir ja sogar teilweise gemacht. Ne? Ja, aber das ist ja auch ein bisschen öde. Also einfach nur zu sagen, ach übrigens, das Spiel kommt in 3 Wochen, also da kann man sich auch Release-Listen durchlesen. Genau. Galactus wird in Ultimate Marvel vs. Capcom 3 spielbar sein. Sehr schön. Und Phoenix Wright als Charakter. Habe ich auch gelesen. Cool, ne? Aber fand ich zu langweilig. Phoenix Wright? Phoenix Wright ist cool. Ach so. Ja, aber nee, trotzdem. Nee, ich dachte, schmeiß ich mal rein, so als kleine News. Nee, was hattest du noch? Du hattest auch noch kleine News. Ja, genau, 2 Kleinigkeiten. Infinity Blade, das ist ein letztes kleines Spielzeug für das iPad gewesen, also eine App. Ein sehr gutes Spiel, geile Grafik und da muss man mit seinem Finger entsprechend Schwerthiebe ausführen auf nette Gegner. Infinity Blade war tatsächlich eines der Spiele, wo man sich gesagt hat, okay,
Das sind also Spiele fürs iPad optimiert und die machen tatsächlich Spaß. Und da gibt es jetzt eine Nachricht, da gibt es Automatenversionen, also klassische Arcade-Versionen. Die werden erstmal nur in den USA aufgestellt und zwar in 57 Restaurants. Ne? Und das Ganze wurde produziert von Adrenaline Amusement, so heißen die Jungs. Und das, die Arcade-Version, jetzt pass auf, sieht aus, 46 Zoll Screens, Touchscreens. Ne? Da ist man dann in so einem Dave and irgendwie Restaurants, wo es Burger gibt, das heißt fertige Finger gibt es dann. Dave and Buster's. Ja, kennst du das? Ja, da war ich mit unserem guten Kollegen Felix Rick. Ach echt? Als wir alle noch bei Giga gearbeitet haben, haben wir David Perry besucht, der das Enter the Matrix-Spiel gemacht hat. Und da waren wir abends bei Dave and Buster's. Und da habe ich, jetzt kommt der Knaller, da habe ich Kevin James getroffen. Das ist natürlich richtig gut. Geil, oder? Egal, zurück zur News. Ja, in diesen Restaurants wird es halt entsprechend dieses Infinity Blade FX geben, das sind die Arcade-Versionen, 46 Zoll Touchscreens. Das finde ich ziemlich cool. Und nachdem man halt Pommes und Burger gegessen hat, steht man dann halt davor und wischt mit seinen Fettfingern auf diesem fetten 46 Zoll Screen rum. Die haben bestimmt so eine besondere Imprägnierung, dass das Fett da irgendwie nicht hängen bleibt, dass man es ganz leicht wegpusten kann oder so. Ja, möglich. Aber die Idee an sich finde ich total super. Ich finde es eigentlich auch ganz lustig. Und mit dazu, ne, weil ich meine, muss man ja irgendwie mit dran denken, da gibt es dann auch so ein Multiplayer-Koop-Ding, das heißt, dass du dann im Split nebeneinander auf diesem 46 Zoll Ding rumwurschteln kannst. Lustig. Ich finde es nicht schlecht, wie gesagt, plus, ich finde es auch mal ganz nett, dass halt ein paar neue Ansätze für Arcade-Titel rausgehauen werden. Ja, absolut. Da kennen wir uns jetzt vielleicht nicht ganz so gut aus, aber das, was ich so in diesen kleinen Arcade-Spielhöllen, die früher eine unglaublich große Faszination auf uns hatten, gesehen habe in letzter Zeit, das war ja dann eher mau. So, ne? Ja, da steht Daytona halt noch. Ja, aus dem Time Crisis. Übrigens, Daytona kommt jetzt für Xbox Live und PSN. Das alte Daytona. Okay, Daytona, Rolling Star. Ey, eins der ganz wenigen Rennspiele, die ich echt geil fand. Fand ich sehr, sehr gut. Aber wahrscheinlich, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, wenn man es dann jetzt spielt, dann fehlt da so ein bisschen die Faszination. Wer weiß? Ja, also grafisch ist es natürlich, kannst du jetzt nicht mehr mithalten, aber bei Daytona war immer das Fahrverhalten der, wie wir in der Videospielbranche sagen würden, Boliden, war immer ganz besonders. Man muss halt viel driften und am Ende konnte man ein Pferd freischalten. Ist man mit dem Pferd über die Strecken gerannt. Okay, das sehr, weiß ich nicht. Sehr das, lustig. Das ist sehr, das Rolling ist Star. Ich glaube, ich werde Daytona auch nochmal spielen. Ja, mach das doch mal. Kannst du dann ja ein Video von machen. Mit dem Pferd. Ist, glaube ich, nicht so spannend. Ne? Eine Stunde mit Rennspiel ist halt sehr, sehr öde. Naja. Apropos öde. Letzte Nachricht, lieber Wolf. Ich höre echt auf mit dieser scheiß Überleitung. Ich kotze selber in mein Bart hinein. Es gibt ein neues Angebot über Xbox Live. Und zwar kann man sich bald ab Winter 2011, noch genauer wird es leider nicht, Fußball-Bundesliga über Xbox Live angucken. Das ist doch schon mal. Und was. Alle so, yeah. Ja, komm. Ist ein großes Thema, ich weiß. Ist das, was zählt, nämlich hier Sky, kennt man ja auch, muss man sehr viel Geld bezahlen, um Fußball gucken zu können. Hat ja das Angebot Sky Go. Das bedeutet, dass man sich das Fußball dann entsprechend auch auf dem iPad angucken kann, auf dem Handy etc. Und die haben das ganze Portfolio jetzt entsprechend so erweitert, dass man sich das Ganze auch über Xbox Live angucken kann. Letztendlich, und jetzt kommen wir zum Kern der Nachricht, ist es aber vollkommen hirnrissig. Die Idee. Erläutere bitte. Nee, es ist wirklich so, wenn du Sky bestellst, dann musst du halt entsprechend, um Sky Go zu kriegen zu können, musst du das große Paket Paket bestellen. Und das kostet in der günstigsten Variante 42 Euro pro Monat. Was? Und in der Premium-Variante HD 52 Euro pro Monat. Und wenn du dir dieses Premium-Paket aber holst, kriegst du einen HD-Receiver dazu. Das heißt, du musst den zu Hause an deinen Fernseher anschalten, wo deine Xbox schon dran ist. Das heißt, letztendlich bringt das überhaupt nichts, weil ob du das Ding jetzt sozusagen über den HD-Receiver guckst oder über deine Xbox, ist ja Jacke wie Hose. Aber also stell mir vor, ich würde jetzt da sitzen und sagen, ich möchte gerne aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht nicht ganz nachvollziehbar sind, Bundesligaspiele über die Xbox gucken, weil ich da vielleicht auch direkt im Xbox-Chat mit meinen ganzen Freunden bin und das ist halt. Das ist möglich, okay. Ja, aber ich muss dann aber das große Basispaket erst abschließen und dann nochmal das Sky Go. Genau, also man braucht sozusagen das eine Sky Go-Mitgliedschaft und du brauchst eine Xbox Live-Mitgliedschaft. Also zahlst im Prinzip doppelt und dreifach. Aber, das finde ich dann wiederum interessant, ich finde es eigentlich nett, dass jetzt immer mehr TV-Anbieter halt anfangen, Xbox Live zu erkennen oder halt das PlayStation Network. Ich meine, Zune ist ja auch so ein Projekt, ne? Dann kann man Musikvideos gucken, etc. Also das finde ich eigentlich schon ganz angenehm, aber wie gesagt, preislich ist das etwas, was einfach aktuell noch viel zu teuer ist. Ja, das finde ich auch ein bisschen derbe. Und ich meine, als extra Feature haben sie halt angesagt, okay, man kann dann halt per Spracheingabe kannst du dann halt das Ding steuern über die Xbox Kinect-Kamera. Und das ist jetzt aber auch ein Feature, ey, komm, also, weißt du, dann winkst du halt ein bisschen und plötzlich hast du Fußball, das bringt jetzt auch nicht. Oder wenn du halt sagst, ich weiß gar nicht, was man da sagen muss, wechsel den Channel.
Apropos, wo du es gerade sagst, ja. Kinect-Sprachsteuerung, das wird es bei der Halo Anniversary Edition, dem Remake des ersten Teils, der jetzt bald rauskommt, 15.11. glaube ich, ja. wird es das auch geben, diese Unterstützung. Du kannst quasi per Zuruf kannst du nachladen und so. Reload! Ja, genau. Shoot, 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 shoot. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Also man muss es ja nicht machen. Es ist ja nett, dass die Option drin ist. Muss sagen, als das angekündigt wurde, war ich auch echt begeistert, weil ich dachte wirklich, da kann man echt eine Menge geiler Sachen mitmachen. Ja. Zum Beispiel, weiß nicht, man könnte es, wenn du ein Horrorspiel hättest, könntest du einbauen, dass du vielleicht in manchen Situationen irgendwas flüstern musst oder so, weißt du? Aber bislang ist es immer nur so halt so ein Gimmick-Charakter, der mir persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel bringt. Es gab ja auch mal ein Spiel, das wir an dieser Stelle nicht nennen dürfen, weil es indiziert ist, aber da war das ja tatsächlich schon so. Und das Ding ist auch bestimmt 10 Jahre alt, dieses Spiel. Das musstest du mit Mikrofon spielen und wenn du zu laut warst, haben dich die Gegner gehört und du hattest halt erzähl immer, ich ja immer wieder gerne. Ey, super Ding. Also wie gesagt, das war richtig nicht geil. Mehr davon. Und ja. das war, wie heißt das tolle Wort? Immersion, ne? Ja, das absolut. War sehr immersiv. Absolut. Ja, ich kann mich daran erinnern. Das waren Momente, da rast mir das Herz, wenn auf einmal auf dem Radar die ganzen roten Dreiecke auftauchen, weil du zu laut ins Mikro irgendwas gerufen hast. Ja, ich komme gleich. Ja. Vorbei. Ja, genau, vorbei. Naja, apropos vorbei, ich glaube, mehr Nachrichten habe ich für heute nicht, Wolf. Nee, ich sag ja, es war ein relativ newsarmer Montag für den Wochenstart. So knapp eine Dreiviertelstunde. Haben wir schon, oder was? Ja, haben wir schon. Sag mal, wollen wir vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben, was bei uns eigentlich gerade so Phase ist, das worauf sich die Leute freuen können? Oder, ja, genau. Also, oder geben wir uns wieder mysteriös und geheimnisvoll? Ich glaube, das was eigentlich gar nicht. Was eigentlich nur dazu da ist, zu kaschieren, dass wir absolut keine Okay. Nix. Ne? Also mysteriös und geheimnisvoll. Nein, wir können ja ganz kurz diese Woche, woran wir aktuell diese Woche arbeiten, ist natürlich in Richtung TV, die neue TV-Folge. Ach! Ja. Wer hätte es gedacht? Mit knaller Themen, die wir aber jetzt noch nicht verraten wollen, oder? Ja. Oder? Machen wir das? Nö. Es gibt auf jeden Fall 2 Spiele, so viel können wir schon mal sagen, ne? Alter, und das ist ja eine ganz besondere Sendung. Ja, genau. 2 Spiele. Was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, diese Woche in Game One oder auf Game One oder wie man das auch immer nennen möchte, gibt es Heroes of Might and Magic 6 und Rage. Ja, in der Tat. Da kommt keine Fanfare, ne? Nee, ich hab keine Beziehung zu Rage. Ich hab's auch noch nicht gespielt. Ja, außerdem, wenn alles klappt, haben wir noch ein bisschen was zu Diablo 3. Endlich. Ja, wie gesagt, morgen, also Dienstag, sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz neutral, ist die Präso, habe ich schon erwähnt, von irgendeinem Final Fantasy Spiel, was sich Gregor und ich angucken. 13.2 ist das, glaube ich. Ich glaube, es ist 13.2 in der Tat. Auch das schon eine 13.2, wie es schon klingt. Egal. Ja. Da wird es bestimmt auch schnelle, dreckige Ersteindrücke aus der Hüfte geschossen geben. Und jetzt kommt's. Ich glaube, ich wage es einfach mal. Ich wage es auch, wenn ich dann ganz, ganz viel böse Post kriege, wenn es doch nicht klappt. Aber Kollege Eddie und ich werden uns endlich mal wieder an ein Spiel aus der beliebten Kategorie Versus wagen. Oh, ja, bin ich gespannt. Wenn alles so läuft, wie ich mir es denke, sofort nach der Aufzeichnung dieses Podcasts. Ich weiß auch schon was. Ich habe alles mitgebracht. Es wird nämlich verdammt nochmal Zeit. Ich weiß nicht, wann das letzte Video war, vom halben Jahr oder so. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Und wenn alles klappt, passiert das noch diese Woche im Blog. Bleibt der mysteriös, der Wolf. Ja, ne? Ich will nicht sagen, was. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Ja. Ansonsten gibt es den gewohnten Wahnsinn von Game On. Wir werden wieder ganz viel auf die Internetseite packen. Wir werden ganz viel in die App packen. Wir werden weiterhin an der TV-Sendung schrauben. Und Eddie wird wahllos in den Raum schreien und Beschimpfungen raushauen. Aber man sieht, dass Eddie schon im richtigen aggressiven Modus für ein neues Versus-Video ist. Ja. Wenn er jetzt schon uns anbrüllt, dass wir das Maul halten sollen, dann glaube ich, kann man damit mit Adrenalin, Blut, Schweiß und Tränen rechnen. Sehr gut. Okay, dann würde ich einfach mal vorschlagen. Wolf, gibt's noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich grüße meine Oma in Wuppertal. Schön. Ich war auch gelogen, ich habe gar keine Oma in Wuppertal. Ich grüße Sie trotzdem. Ich auch. Das war der erste News-Podcast. Es folgt ab dieser Woche höchstwahrscheinlich jeden Montag ein weiterer. Boah. Bedeutet einfach mal so ein bisschen frei aus der Hüfte geschossen, wie Wolf das immer gerne sagt. Die Nachrichten, die die Games-Welt nicht bedeuten, aber trotzdem interessant sind. Dies ist unser Motto für den News-Podcast. Schalten Sie auch wieder ein nächste Woche exklusiv bzw. exklusiv auf der Game One-App. Arrivederci. Tschüss.